X, kenne ich bisher nur mit Roy. Kann ich mir aber auch vorstellen, also da habe ich tatsächlich auch schon mehrere Leute gesehen, die da gerne mal von Roy auf Cloud gehen oder auch andersrum. Oh, okay, aber bisher clean. Cleanes Gameplay gegen den Duckern von Skyvania. Coco, ich glaube, der war auch schon mal da, aber ich bin mir nicht sicher. Cargo, doch. Mikado war auch cool. Okay. Nice. Ja, stimmt. Das war Mikado. Schickspieler. Gut, ja, Wii Fit sieht man sehr selten. Ich glaube, in manchen Regionen hat man mit manchen Chars gute Chancen. Und ich glaube, mit Wii Fit hat man hier ganz gute Chancen, weil man ihn gar nicht sieht. Oh, das war schön von Skyvania, aber hat hier, glaube ich, Mega Man gerettet mit der Dose. Ich glaube, der wäre vom F-Smash gestorben. Damit bleibt Mega Man bei seinem ersten Stock mit 100%. Ich glaube, das ist ein gutes Matchup für Cloud auch. Kann ich mir vorstellen. War es früher zumindest in Smash 4 Zeiten, wo ja, der Charakter halt noch ein bisschen mehr busted war. So, also. Inzwischen auf dem zweiten Stock. Nice Bread-and-Butter-Kombos hier von Skyvania. 20% Feel Rage. Und in der defensiven Position. Im Moment sieht es nicht gut aus für ihn. Aber, kommt er da von der Edge weg? Nein, bekommt den F-Tilt und das killt. Also ein ganzes Stock zurück quasi. Muss hier jetzt einiges tun, um Damage zu machen. Oh, da ist die Dose. Schon mal gute Interruption. Ah, kriegt hier das Setup nicht. Aber das waren schon mal ganz gute Prozente. Oh, aber das war schon mal cool mit der Down Air. Hätte da die Back Air noch rausbekommen. Sehr guter Damage. Schöne Back Air. Oh, da hat Mega Man versucht, gerade ja, seinen Stock zu klauen währenddessen. Aber nicht geschafft und damit 76%. Das sieht tatsächlich jetzt inzwischen deutlich besser aus für Skyvania. 25%. Oh, jetzt noch eine Combo und das ist wieder even. Aber natürlich die Kill Power von Cloud ist auf jeden Fall ein Faktor. Und ja, da muss Skyvania wahrscheinlich einen Early Kill bekommen, um hier noch eine Chance zu haben. Oh, der F-Smash wird gepunished. Und jetzt wieder die gleiche Situation. Mit der Back Air am Rand und der F-Tilt kann halt auch kommen. Ist immer eine unschöne Situation gegen Cloud. Und auch wieder in dieser Situation, da kam einfach der F-Smash und trifft sogar. 76% und das ist die Chance. Oh! Oh! Das war eine gute Chance hier gerade für Skyvania. Hat aber nicht den Kill bekommen. Und hier Empty Hop F-Tilt klärt für Mega Man. Das war doch noch ziemlich knapp gerade. Okay. Ja. Ja, aus dem Match kann man natürlich einiges lernen. Sah am Ende dann doch deutlich besser aus für Skyvania als am Anfang. Ich bin mal gespannt, wie das zweite Game aussieht, auch welche Stage gepickt wurde. Ich glaube, ich habe da gerade Small Battlefield gesehen. Und auch bei den Charakteren bleiben wir wahrscheinlich. Ja, da kann gegen Cloud auch in Game Nummer 2 mal schauen, ob Skyvania hier ein Comeback starten kann. Und ja, er muss halt vor allem in diesen Edge-Situationen besser werden. Also mit den Back Airs, da darf man halt nicht einfach im Schild bleiben. Sondern muss man gucken, was man macht. Roll-In ist natürlich auch immer blöd von der Edge aus. Ist immer so obvious. Und auch das kann Cloud mit der Back Air catchen. Aber ja, irgendwas muss man sich ausdenken. Es kommen auf jeden Fall viele Normal Get-Ups von Skyvania. Und ja, genau so kommt man natürlich schnell in diese Situationen auch. Okay. Hier wurde gerade die Side B unterbrochen. Die Limit Side B. Oh, guter Damage hier gerade. Von Skyvania. Wichtiger Damage. Ja, gegen Cloud darf man nicht so lange im Schild stehen. Einfach. Das bringt nicht so viel. So. Limit ist on deck. Das Ganze ist gerade ziemlich knapp. Wer wird hier den ersten Kill holen? Limit ist weg.
Dadurch steigt die Chance natürlich für Skyvania. Oh, der hier gerade mit seiner eigenen Dose gesniped wird. Oh, ja. Wieder die gleiche Situation. Also viele Kills von Mega Man an der Edge. Der macht das hier ziemlich geschickt. Jetzt gerade ein bisschen mehr Movement Speed hier gerade mit Limit. Backhand to Side B. Combo klappt nicht. Aber guten Damage, den er hier gerade machen kann. Okay, wird hier gecatcht mit der Up-Air. Und, das war die Chance, aber leider wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Das wäre so mein Gedanke dazu. Also da kam ja der F-Tilt raus. Ich denke mal, dass er zu schnell irgendwie Jump gedrückt hat und dass die Animation davor noch nicht zu Ende war. Manchmal ist es dann so, dass die verschluckt wird. Das passiert gerade in Turnieren, wo man einfach ein bisschen mehr Tryhard unterwegs ist und dadurch eben ein bisschen schneller und manchmal zu schnell für die Inputs. Und so werden viele Inputs gefressen. Und jetzt gerade hier Skyvania mit dem Ausgleich stockmäßig. Natürlich sind wir jetzt wieder in dieser Situation und da muss man sich was ausdenken. Jetzt kann man halt nicht nur im Schild warten. Auch die Rolle aus dem Schild ist ein bisschen zu obvious. Was macht man da? Am besten zwischen den Aerials irgendwas. Oder zumindest in dem Moment, in dem man nicht schilden muss, weil nach der Back-Air muss man nicht unbedingt schilden, außer da kommt der F-Tilt danach. Herausspringen vielleicht wäre eine Idee. Oder einfach gar nicht erst irgendwie mit dem mit der Get-Up-Attack oder mit dem Normal Get-Up, sondern vielleicht mit dem Sprung, weil es kommen schon sehr viele Normal Get-Ups und ja, dann ist man halt genau am Rand, kann auch früh gekillt werden, etc. 154% jetzt inzwischen und die Dash Attack, aka der Rasenmäher, klärt hier für Mega Man. Okay, also jetzt hier gerade eine schwere Aufgabe für Vania, aber man darf nie ausschließen, dass er hier gewinnt. Auf jeden Fall auch ein Charakter oder ein Spieler mit Comeback-Potenzial. Okay, da kommt die Side B. Ah, da kam noch eine Side B. Ich dachte, da kommt vielleicht die Back Air. Ich glaube auch, das hätte klappen können. Okay. Ja, er versucht hier viel mit seiner Side B Ladder. Ich weiß nicht. Mein Gott, ich muss was trinken hier. Gleich. Ich hole mir gleich nach dem Set was zu trinken. Und die Side B reicht auch schon. Und ja, Mega Man schafft es hier, das 2-0 zu holen gegen Skyvania. Sehr nice.